Und somit herzlich willkommen bei einer weiteren Mottovorstellung mit mir, den Sachsen-Netzplayer. Wir gucken uns jetzt den Deutz TTV 430 an mit 142 PS und 130 Euro Unterhaltskosten am Tag sowie 140.000 Anschaffungskosten. Euro Anschaffungskosten. So, hier haben wir halt einen kleinen, aber feinen Deutz. Textur her ist vollkommen in Ordnung, keine Texturfehler gefunden, standardgemäß in Grün gehalten. Jo, gibt es eigentlich jetzt nicht viel zu sagen. Wir haben hinten Radgewichte drinne. Und jo, passt soweit alles. Auch der Lok schreit nach Nichten, sprich, das Ganze ist auch noch lokfehlerfrei. Steigen wir mal ein. Jo, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren, denn wir haben einen manuellen Motorstart. Dazu aber später. Auch der Innenbereich sieht vollkommen in Ordnung aus. Wir haben hier gar keinen Pixelbrei. Ich kann alles auf der Armatur wunderbar erkennen. Jo, gibt es hier mal gar nichts zu meckern. Kommen wir zu den Funktionen, die sehen ein bisschen lau aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben kein Lichtskript verbaut, also keine Blinker. Wir haben mit der Taste Numpad 7 können wir die vorderen Zwillingsreifen aktivieren, beziehungsweise mit Numpad Nummer 8 die hinteren Zwillingsreifen. Da stimmt aber wiederum auch alles, was die Textur bzw. die Detailliebe angeht. Von daher, okay. Weitere Funktionen sind dann bloß noch über Position 1 die Rundumleuchte. Und über einmal F Licht an, zweimal F Licht an, dreimal F Licht aus. Den Drehzahlbegrenzer, wo wieder die separate mitgebraucht wird, und halt über Numpad Enter der Motorstart. Sounds sind auch Standard gehalten, deswegen kommen wir auch gleich mal zum Fahrverhalten. Was jetzt nicht sonderbar neu ist, sondern halt, ja, sagen wir mal standardgemäß. Ich habe so das Gefühl, hier wurde ein bisschen was am Gewicht rumgeschraubt. Weil er sich ja bodensässiger fahren lässt. Ihr seht das hier, hebt nicht gerade ab. 50 km/h meines Erachtens nach Maximalgeschwindigkeit. Jo, lässt sich ganz gut steuern. Also ich habe so das Gefühl, ich kann es nicht wissen, wie das Gewicht hier verändert worden ist, mit der halt etwas schwerer wiegt und somit auch ohne Probleme auf die Straße passt. Hier kommt er auch somit ohne Probleme über Bordsteinkanten drüber. Also eine ziemlich nette Sache. In dem Sinne wollt ihr euch den Modell-Leute Link in der Videobeschreibung bzw. dann beim Modder Verbesserungsvorschläge oder Kritik hinterlassen, falls euch irgendwas an diesem Mod nicht gefällt. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Haut rein.